Rettet, 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 r
Wo bin ich? Ist's Fantasie, dass ich noch lebe? Die Schlange tot? Was höre ich? Wo bin ich? Vogelfänger bin ich, ja, sie mich heiß auf Sachsach. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Da ist jetzt im Locken Umzug und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich, ja, ich heiß auf Sachsa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Mädchen möchte ich fing sie gut und weiß für mich. Dann sterbe ich wie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich was unter ein. Welche ihr am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zuckerteer. Küsste sie mich zärtlich an, der sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich fühlte wie ein Kind sie ein. Ein Mensch. Und du? Ich bin ein Prinz. Prinz? Das ist mir zu hoch. Wie lebst du? Ich fange für die sternflammende Königin und ihre Jungfrauen verschiedene Vögel. Dafür erhalte ich täglich Speis und Trank von ihr. Sternflammende Königin? Sag mal, guter Freund, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Sehen? Die sternenflammende Königin sehen? Welches Menschenauge würde durch ihren schwarz durchwebten Schleier blicken können? Eva, ist doch dieser Mann kein gewöhnlicher Mensch. Wie er mich so starr anblickt, bald fange ich an, mich vor ihm zu fürchten. Deiner Kleidung nach zu urteilen, halte ich dich für einen kleinen Vogel. Bleib zurück, sag ich, und trau mir nicht. Denn ich habe Riesenkraft. Riesenkraft? Wenn es sich nicht bald von mir schrecken lässt, so lauf ich davon. Dann warst du gar mein Retter, der diese listige Schlange bekämpft. Schlange? Ist sie tot? Oder lebendig? Ich muss dir sagen, Freund, dass ich dir für deine so heldenhafte Tat ewig dankbar sein werde. Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffen. Ich bin in meinem Leben nie so stark gewesen als heute. Wer sind diese Damen? Sie sind vermutlich sehr schön. Wenn sie schön wären, würden sie ihre Gesichter nicht bedecken. Ich kann dir nur sagen, dass ich in meinem Leben noch nie etwas Reizenderes sah. Papageno? Hier, meine Vögel. Dafür schickt dir unsere Fürstin statt Wein reines helles Wasser. Und statt Zuckerbrot diesen Stein. Buon appetito! Oh,
Wasser? Steine soll ich fressen? Et moi, j'ai le plaisir, dir statt der süßen Feigen die Schlacht vor den Mund zu schlagen, damit du künftig nie mehr Fremde belügst. Wir waren Schöling, die dich befreiten. Dich erwartet Freude und Entzücken. Dies Gemälde schickt dir unsere große Fürstin. Es ist das Bildnis ihrer Tochter. Findest du, sagte sie, dass diese Züge dir nicht gleichgültig sind, dann ist Glück ihr und Ruhm dein Los. Auf Wiedersehen! Oh. Adieu, Monsieur Papageno. Nicht zu viel geplaudert. Tschau!
beschlossen, dich ganz glücklich zu machen. Hat dieser Jüngling, sprach sie, auch Mut und Tapferkeit? So ist's, meine Tochter. Carmina? Ganz gewiss gerettet. Carmina? Gerettet? Sie saß an einem schönen Maientag ganz allein in dem alles belebenden Zypressenwäldchen, welches immer ihr Lieblingsaufenthalt war. Der Bösewicht schlich unbemerkt hinein, belauschte sie und... Seinen bösen Herzen auch noch die Macht, sich in jede erdenkliche Gestalt zu verwandeln. Auf solche Weise hat er auch Carmina. Carmina! Carmina! Du mir entrissen! Wo ist des Tyrannen Aufenthalt? Sehr nahe, seine Burg ist sorgsam bewacht. Carmina sei gerettet, das schwör ich bei meiner Liebe. Wer noch? Was ist das? Die Ankunft der sternflammenden Königin. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Oh.
denn auch Wirklichkeit, was ich sah. Oh, ihr guten Götter, täuscht mich nicht. Schützet meinen Arm und stärkt meinen Mut. Der arme Tanz, alle Tage, denn keine Sprache ist da. Ich kann nicht tun, als mich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nicht tun, als mich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin.
Herrchen. Unser peiniger, alles belauschende Monostatos wird morgen gehangen und gespießt. Pamina nun ist abgehauen. Entsprungen. Abgehauen. Ausgebüxt. Sie ist entkommen. Entnommen. Felix ist mein Wunsch. Was soll das lachen? Sedecký bolesti Pama opitá, budeme rozmať, kde sa opila v budačine prvý raz, skúmci druhý raz. A keď prišiel monostatos, opila sa za spálené, pálené, podpopálené, aby staré kyslen nieko orobil za nás. Odpúste sa raz trom rokam duše, pude, kto na pohreb bude plakať, nebude. Pamina plakala, tak se nestekla, až po razmer pánku potučkem pek. Nun ist Monostatos nicht mehr zu retten. Oh Götter, ihr habt meine Bitten erhört. Oh, wie wird das schüchterne Reh mit Todesangst in die Arme seiner zärtlichen Mutter eilen. Wie schön er das gesagt hat. Ich Sklaven! Monostatos! Monostatos! Ich Sklaven! Oh Gott, das Mädchen ist gefangen. Pamina, schrecklich. Das halte ich nicht aus. Nicht noch weniger. So was sehen zu müssen, ist Höllenmache. Du meine Freude, nur allein. Oh, welche Marter, welche Pein. Verloren ich mein Leben. Der Tod macht mich nicht beben. Nach diesem Gemälde zu urteilen, sollst du weder Hände noch Füße haben. Ich bin's! Wie kam das Bild in deine Hände? Ein Prinz hat deine Mutter so eingenommen, dass sie ihm dein Bildnis schenkt und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war so schnell als seine Liebe zu dir. Liebe? Richtig, Liebe. Diese große Liebe zu dir
bei der Peitschenstreichung mit zu Füßen schnell in Gang zu bringen. Nun sind wir hier, dich in unsere Arme zu nehmen und wenn es möglich ist, eben so schnell, wo nicht schneller als hierher, in den Palast deiner Mutter zurückzueilen. Das ist alles sehr schön gesagt. Aber lieber Freund, wenn der Unbekannte Liebe für mich fühlt, warum säumt er so lange? Zur Sicherheit war der Prinz so fein, mich vorauszuschicken. Freund, du hast viel gewagt. Um diese Zeit kommt Sarastro gewöhnlich von der Jagd. Wenn er dich hier findet, dein martervoller Tod wird ohne Grenzen sein. Um diesem auszuweichen, gehen wir lieber bei Zeiten. Es war gewagt. Oh. Du hast ein gefühlvolles Herz. Ach, freilich habe ich ein gefühlvolles Herz. Aber was nützt mir das alles? Ich möchte mir oft alle meine Federn ausrupfen, wenn man bedenkt, dass Papageno noch keine Papagena hat. Du hast noch kein Weib? Noch nicht einmal ein Mädchen, viel weniger ein Weib. Und unser einer hat doch auch so seine lustigen Stunden, wo man gern gesellschaftliche Unterhaltung haben möchte. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Wenn es nur bald täte. Mein Männern, welche Liebe fühlen, fehlt auch ein totes Herzen nicht. Die süßen Triebe mit fühlen, ist um viel Weibe nicht.
Weisheitslehre dieser Knaben sei ewig mir ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was wird mit mir? Ist dies der sichere Weg hier? Doch zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, Klugheit und Arbeit und Künste mir weilen. Ob Tätigkeit wohnet, ob Wild, ich kann weit erhält eine Herrschaft, das war nicht gleich. Ich wage mich mutig zur Pforte hinein. Ist edel und lauter und rein. Der zittere Peiger bildet mich, am ihnen retten. Zurück. Da seh ich noch eine Tür, vielleicht find ich den Eingang hier. Weib tut wenig, plaudert viel, du jüngst.
Liebling, glaubst im Zungenspiel. O liebte Rosa Rasputin, die Absicht seiner Handlung führt. Die Absicht ist nur allzu klar. Nicht der Räuber ohne Erbarmen an ihnen aus der Mutter Armen. Ja, Jüngling, was du sagst, ist wahr. Ist sie, die uns geraubt, man opferte vielleicht sie schon. Mir dies zu sagen, teurer Sohn, ist jetzt und mir noch nicht erlaubt. Clarys Rätsel täuscht mich nicht. Die Zunge bindet Eid und Pflicht. Dann also wird das Dunkel schwinden. So weit ich Thank you.
Thank you.
Wolfgang Amadeus Mozart, die Zauberflöte.
Von den Salzburger Festspielen übertragen wir eine Aufführung, die vor 2 Tagen in der Felsenreitschule stattfand. Christoph von Dohnányi leitet die Wiener Philharmoniker. Vor Beginn des 2. Aktes sage ich Ihnen noch einmal die Besetzung. Sarastro René Pape, Tamino Michael Schade, Sprecher Hermann Prey, Königin der Nacht Nathalie Dessé, Pamina ihre Tochter Silvia McNair, Papageno Matthias Görne, Papagena Olga Schalaeva, Monostatos Robert Wörle. Es singen die Solisten des Tölzer Knabenchores und die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Achim Freier, der Regisseur, der die Geschichte der Zauberflöte konzentriert auf die Rivalität und auch Affinität männlicher und weiblicher Prinzipien, lässt in alter Theatertradition in der Pause ein Intermezzo stattfinden. 2 Ringer als Mann und Frau charakterisiert führen auf der Bühne einen Kampf vor. Sie sind Sonne und Mond, Sarastro und die Königin der Nacht, die um den siebenfachen Sonnenkreis kämpfen. Sie sind männliches und weibliches Prinzip schlechthin. Natürlich geht der Kampf, wie Sie sich denken können, unentschieden aus. Meine Damen und Herren, hören Sie nun den 2. Akt von Mozarts Oper Die Zauberflöte von den Salzburger Festspielen. Weisheitstempel eingeweihten Diener der großen Götter Osiris und Isis. Unsere heutige Versammlung ist eine der wichtigsten unserer Zeit. Tamino will seinen nächtlichen Schleier von sich reißen und ins Heiligtum des größten Lichtes blicken. Haltet ihr ihn für würdig.
Samina. Das sanfte, tugendhafte Mädchen haben die Götter dem Jüngling bestimmt. Dies ist der Grund, warum ich sie der stolzen Mutter entriss. Das Weib hofft durch Blendwerk und Aberglauben das Volk zu berücken und unseren festen Tempelbau zu zerstören. Allein das soll sie nicht. Tamino selbst wird ihn mit uns befestigen und als Eingeweihter, der Tugend Lohn, dem Laster aber Strafe sein. Man führe Tamino und seinen Reisegefährten herein. Eine schreckliche Nacht. Papageno! Bist du noch bei mir? Freilich. Wo glaubst du, dass wir uns befinden? Tja, wenn es nicht so finster wäre, würde ich dir es schon sagen. Mir wird nicht wohl bei der Sache. Du hast Furcht. Furcht eben nicht. Nur eiskalt läuft's mir über den Rücken. Ich glaub, ich bekomme ein kleines Fieber. Papageno, sei ein Mann! Ich wollte, ich wäre ein Mädchen. Das ist mein letzter Augenblick. Ihr Fremdlinge, was treibt euch an, in unsere Mauern zu bringen? Freundschaft und Liebe. Bist du bereit, sie mit deinem Leben zu erkämpfen? Die Weisheitslehre sei mein Sieg und Pamina mein Lohn. Reich mir deine Hand. Willst auch du die Weisheitslehre erkämpfen? Kämpfen ist meine Sache nicht. Ich verlange im Grunde auch keine Weisheit. Ich bin mehr so ein Naturmensch, der sich mit Schlaf, Speis und Trank begnügt. Und
wenn es vielleicht einmal sein könnte, dass ich mir ein hübsches Weibchen fange. Die wirst du nie erhalten, wenn du dich nicht unseren Prüfungen unterziehst. Worin bestehen diese Prüfungen? Dich all unseren Gesetzen unterwerfen, selbst den Dürren nicht zeugen. Ich bleibe ledig. Aber wenn du dir ein schönes Mädchen erwerben könntest. Ich bleibe ledig. Ist sie jung? Nun, jung und schön, verdammt nochmal. Und sie heißt? Papagena. Papagena? Die möchte ich aus bloßer Neugierde sehen. Sehen kannst du sie. Und wenn ich sie gesehen habe, danach muss ich sterben? Ich bleibe ledig. Sehen kannst du sie, aber kein Wort mit ihr sprechen. Wird dein Geist so viel Standhaftigkeit besitzen, deine Zunge in Schranken zu halten? Oh ja. Nur dann sollst du sehen. Auch du, Jüngling, wirst Pamina sehen. Aber nie sie sprechen dürfen. Dies ist der Anfang eurer Prüfungszeit. Sobald ein diese Herren verlassen, sieht man mit offenen Augen nichts. Keiner sicher lebt.
weh! Jüngling, ein standhaft männliches Betragen hat gesiegt. Aber du hast noch manch rauen und gefährlichen Weg zu wandern. Halt, steh auf! Ich lieg in einer Ohnmacht. Mensch, steh auf, Bursche! Aber sagen Sie mir nur, meine Herren, können mir die Götter eine Papagena beschwinden? Warum denn mit so vielen Gefahren sie erregen? Auch meine Pflicht mahnt mich, dich weiter zu führen. Bei so einer ewigen Wanderschaft lässt einem die Liebe wohl als immer vergehen. Auf, und auf mich! Und um so einer geringen Pflanze wegen, wollte man mir die Fußsohlen behämmern? Was war eigentlich mein Verbrechen? Dass ich mich in eine Blume vergaffte? Welcher Mensch würde bei so einem Anblick kalt und unempfindlich bleiben? Das Mädchen wird doch um meinen Verstand mich bringen! Wenn ich wüsste, dass ich so ganz allein und unbelauscht wäre. Ich wagte es noch einmal. Ein Küsschen, dächte ich, ließe sich entschuldigen. Und ich soll liebe meines Herz hässlich ist, weil das Herz hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben? Wie ich noch Fleisch und Blut, wie ich noch Fleisch und Blut. Wie meine Weibchen leben, wäre wahrlich Höllenblut, wäre wahrlich Höllenblut, wäre wahrlich Höllenblut. So will ich eines Lebens neben Küsse zärtlich sein. Liebe, komm und vergib, keine Weise nahm mich ein, keine Weise nahm mich ein. Weiß ich schön, ich muss sie küssen, oft versteckte ich dazu, oft versteckte ich dazu. Solltest du sie sehr verdrießen, und so mach mir Auge zu, und so mach mir Auge zu, und so mach mir Auge zu. Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? Ach, Mutter. Der ist der Welt und den Menschen auf ewig entzogen. Er hat sich den Eingeweihten gewidmet. Den Eingeweihten, unglückliche Tochter, nun bist du auf ewig mir entrissen. Entrissen? Oh, fliehen wir, liebe Mutter. Unter deinem Schutz trotz ich jede Gefahr. Schutz? Aber liebes Kind, deine Mutter kann dich nicht mehr schützen. Mit deines Vaters Tod ging meine Macht zu Grabe. Mein Vater war... Über der freiwillig den siebenfachen Sonnenkreis den Eingeweihten. So ist wohl der Jüngling auf immer für mich verloren. Value.
mich, diese unterirdischen Gewölbe zu fliehen berät. Siehst du hier diesen Stahl? Er ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber... Und du hast also nur einen Weg, dich und deine Mutter zu retten. Der wäre, mich zu lieben. Was für eine Wolkenjagd, das kommt auf meine Seite. Nun, ja oder nein? Nein. Nein? Nicht? Nie. Dein Leben steht auf der Spitze. Ja oder nein? Nie. Vor Stirb! Herr! Ich bin unschuldig. Man hat deinen Tod geschworen, darum wollte ich dich rächen. Geh! Gut! Herr, strafe meine Mutter nicht. Ich weiß alles.
Du sollst sehen, wie ich mich an deiner Mutter räche.
Pamino. Das ist ein lustiges Leben. Wäre ich doch lieber im Wald. Da würde ich wenigstens mehr Vogel pfeifen hören. Mit mir selber werde ich wohl sprechen dürfen. Und auch wir zwei dürfen miteinander sprechen. Wir sind doch Männer. La 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 la. Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt man bei diesen Leuten. Ist das für mich? Wasser? Nicht mehr, nicht weniger als Wasser. Sag, werden alle Fremden auf die Art bewirtet? Auf die Art werden die Fremden nicht allzu häufig kommen. Komm, Alter, setz dich zu mir. Mir wird die Zeit verdammt lang. Wie alt bist du denn? 18 Jahre und 2 Minuten. 18 Jahre und 2 Minuten? Sag, hast du auch einen Geliebten? Wie freilich. Ist er auch so jung wie du? Er ist um 10 Jahre älter. Um 10 Jahre älter? Na, das muss eine Liebe sein. Wie nennt sich denn dein Geliebter? Papageno. Papageno? Wo ist denn dieser Papageno? Da sitzt er. Ich? Ein Geliebter? Sag, wer bist du denn? Ich heiße... Nun spreche ich kein Wort mehr. Pamino, wollen wir nicht speisen? Blas du nur auf deiner Flöte. Herr Sarastro führt eine gute Küche. Auf die Art, da will ich schon schweigen. Liebst du mich nicht mehr?
Pamino. Hab ich dich beleidigt? Oh, kränke mein Herz nicht noch mehr. Papageno, sage du mir, was ist mit meinem Freund? Wie? Auch du? Oh, das ist mehr als Kränkung. Mehr als Tod. Liebster, einziger Tamino. Thank you.
Tamino, ich kann auch schweigen. Bei so einem Unternehmen bin ich Mann. Der Herr Koch soll leben. Ich ging jetzt nicht fort, und wenn Herr Sarastro seine 6 Löwen an mich spannte. Bis hierher männlich und gelassen. Nun hast du noch 2 gefährliche Wege zu wandern. Schlägt dein Herz noch ebenso warm für Pamina, so mögen die Götter dich ferne begleiten. Mann, bringe Pamina. Wo bin ich? Wo ist mein Jüngling? Er wartet deiner, um dir das letzte Lebewohl zu sagen. Das letzte Lebewohl? Tamino, zurück! Soll ich dich täuschen? Nicht will sehen. Ihr werdet froh, euch wiedersehen. Du wartet, tödliche Gefahr.
Tamino! Tamino! Du mich denn gänzlich verlassen? Wenn ich nur wüsste, wo ich wäre! So! Nicht weder vor noch zurück, muss am Ende vielleicht gar verhungern. Mensch, du hättest verdient, auf immer alleine in finsteren Klüften zu wandeln, aber die Gietschengötter entlassen der Straf dich. Dafür wirst du das himmlische Vergnügen der Eingeweihten nie fühlen. Je nun, es gibt ja noch mehr Leute meinesgleichen. Für mich wäre ein gut Glas Wein das größte Vergnügen. Und würde ich damit bedienen. Da ist er ja schon. Herrlich. Ja, was denn? Wir trinken und essen, dann könnt ich mit Fürsten nicht messen. Es wird mir zweifelsweise nicht freuen, und wie will ich sie uns sein? Dann könnt ich mit Fürsten nicht messen. Es lieben zweifelsweise nicht freuen, und wie will ich sie uns sein? Wie will ich sie uns sein? Wie will ich sie uns sein? Denn keiner von allen dem reitenden Mädchen gefallen. Erteile mir nur aus der Not, sonst knäll ich dich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Erteile mir nur aus der Not, sonst knäll ich dich wahrlich zu Tod. Nicht wahrlich zu Tod. Nicht wahrlich zu Tod. Wir sind nicht frei für mich.
wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch ist mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Du hast dich meiner erbarmt. Das ist ein Glück. Papageno, wenn du versprichst, mir ewig treu zu bleiben, dann will ich dich umarmen, dich liebkosen, dich an mein Herz drücken. Herz komm, reiche mir zum Pfand unseres Bundes deiner Hand. Nur nicht so hastig, liebe Engel. Mein Bündnis braucht auch seine Überlegung. Papageno, ich rate dir, zaubere nicht deine Hand, oder du bist dir auf immer eingekerkert. Eingekerkert? Ohne Freundchen musst du leben und der Welt auf immer entsagen. Ohne Freundin leben, der Welt entsagen? Ja. Lieber will ich noch eine alte nehmen als gar keine. Hier, hast du meine Hand mit der Versicherung, dir immer treu zu bleiben. Solange ich keine Schönere sehe. Das schwörst du? Das schwör ich. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Papagena, Papagena, Papagena. Falten, Falten, meine Schöne, vergebens. Ach, sie ist verloren, ich bin so morgen schon gewohnt. Ich plauderte, plauderte, das war schlecht. Und drum geschieht es mir schon recht, drum geschieht es mir schon recht. Was hat sich gekostet, diesen Wein? Weil ich das schöne Weibchen sah, so brennt's im Herzenskämmerlein, so zwinkert's hier, so zwinkert's da. Papagena, Herzensweibchen, Papagena, liebes Weibchen. Es ist umsonst, es ist vergebens, müde bin ich meines Lebens, Sterne macht für Liebheiten, wenn's im Herzen noch so brennt. Diesen Baum da will ich zieren, mir an ihn den Hals zu schnüren, weil das Leben mir missfällt. Gute Nacht, du falsche Feld, weil du böse an mir handelt, mir kein schönes Kind zu wandelt, so ist's aus, so sterbe ich. Schöne Mädchen, denk an mich, schöne Mädchen, denk an mich. Wird sich eine um mich armen, ich hänge noch erbarmen, wohl so lass ich diesmal sein, doch wenn nur, ja oder nein, doch wenn nur, ja oder nein. Keine hört mich, alles stille, 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 also ist es wohl ihr Wille, Papageno frisch hinauf. Ich warte noch, es sei, ich warte noch, nun, es sei, es verzählt, eins, zwei, drei. Drei. Nun wohl an, es bleibt dabei. Nun wohl an, es bleibt dabei. Weil ich nichts zurückhält. Gute Nacht. Falsche Welt, gute Nacht, du falsche Welt. Ihr habt gut reden, habt gut scherzen, doch wenn es euch wie mich im Herzen, ihr werdet auch nach Mitten gehen, ihr werdet auch nach Mitten gehen. Ich darf der Gast der Zauber dienen, ich darf der Gast der Zauber dienen. Erklinge Glockenspiele, erklinge, ich muss mein liebes Mädchen singen, ich muss mein liebes Mädchen singen. Klinge, trinke, 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 trin
Weibchen her, mein Weibchen her.
Strahlen der Sonne betreiben die Nacht, vernichten der Heuchler verschliffene Macht.
im Haus Wahnfried, wo Wagners Wähnen Frieden fand, wird Siegfried Jerusalem geehrt, der Bayreuther Tristan. Er wird ausgezeichnet für 20 Jahre Treue in Wagners Festspiel. Es ist selten geworden, dass Tenöre derart lange in Wagner-Partien glanzvoll bestanden. Herr Siegfried, Jerusalem, bitte kommen Sie zur Ehrung. Oberbürgermeister Dr. Mronz gratuliert dem Sänger, der wirklich den wunderschönen Namen Jerusalem trägt. Dank eines Ahnherrn, der einst ein tapferer Kreuzritter war. Wolfgang Wagner war es, der Siegfried Jerusalem nach Bayreuth geholt hat. 1976. Wolfgang Wagner bot ihm damals die Rolle des jungen Seemanns im Tristan an. Da war der Name schon bekannt. Aufgehorcht haben Kenner zum ersten Mal, als die Stimme in einer Fernsehproduktion des Zigeunerbaron von Johann Strauss das hohe C erreichte. Wir haben den Beweis. Staunen Sie. Als flotter Geister früh verweist, hab ich die ganze Welt bereist. Verkoten war ich erst und wie bei einer Grand Mergerie. Vom Walfisch bis zum Goldfasan ist mir das Tierreich untertan. Es schmeichelt mir die Klapperschlange, das Nashorn streichelt mir die Wange. Der Löwe kriecht von mir im Sand, der Tiger frisst mir aus der Hand. Der Du bin ich für die Hyäne, dem Krokodil reiß ich die Zähne. Der Elefant fängt in der Schüssel, mit dem Salat mit seinem Rüssel. Ja, ja, das alles hab ich, das kann ich und noch mehr. Wenn man's kann ungefähr, ist nicht schwer, ist nicht schwer. Das Auftrittslied sollte ich singen und ich hatte das dann vorher geübt und nach den Aufnahmen haben wir das synchronisiert und da sagte plötzlich der Tonmeister, ja und nach in der zweiten Strophe gehen Sie dann am Schluss zum hohen C. Sag ich, ja, ja. Und bei mir habe ich gedacht, oh verdammt, wie machst du das nur? Ich war ziemlich ratlos, weil ich noch nie in meinem Leben hohes C gesungen hatte. Ich hatte davon gehört, dass Leute das singen können, aber naja und... Dann habe ich es versucht beim ersten Mal, ja, das alles auf, ist nicht mehr, ist nicht scheiße, habe ich gedacht. Und dann sagte mir hinter mir der Eichhorn, naja, das haben wir schon mal, den Rest können wir schneiden. Und dann so beim fünften Mal hat es dann auch geklappt. Da habe ich an alles gedacht, was hat Herr da dir gesagt, wie sollst du singen? Und dann habe alles zusammengekniffen, was ging und dann kam das hohe C. Ja! Das Auftrittslied des Barenkai aus dem Zigeunerbaron, ist es unbewusst zum Motto Ihrer künstlerischen Laufbahn geworden? Naja, auf jeden Fall unbewusst. Ich möchte natürlich, wollte natürlich viel erreichen. Wenn man anfängt zu singen, hat man den Wunsch, dass man einfach weltberühmt wird. Und das ist eine ganz logische Sache, denn wer sagt, dass er nur in den Chor will oder sowas, der lügt einfach. Und ich bin froh, dass ich es erreicht habe. Sergio Celibidache, einst Chefdirigent des Radiosinfonieorchesters Stuttgart, hat ihn ermutigt, Sänger zu werden. Fagottist war Siegfried Jerusalem damals, seit 1971 fest angestellt und von unbekümmerter Jugendlichkeit. Er sang auch schon, doch eher so nebenher. Er studierte Gesang, soweit ihn der Orchesterdienst dazu Zeit ließ. Celibidache war ein strenger Chef, aber auch ein Musiker mit Gespür für Talente. Siegfried Jerusalem hatte eine gründliche Ausbildung hinter sich, Studium an der Folkwangschule in Essen, Fagott, Klavier, Violine. Erst später kam Gesang dazu. Das war eigentlich dann auch meine Vorbereitung für die Singerei. Und ich muss sagen, ich habe schon immer gern gesungen. Ich habe also sehr früh angefangen, Klavier zu spielen. Und dadurch, dass wir viel Besuch hatten und auch die Leute gesungen haben, denn in den 50er Jahren, da gab es ja Gott sei Dank noch kein Fernsehen.
Und da haben wir viel zu Hause Hausmusik gemacht und Gäste gehabt. Meine Eltern liebten das, Besuch zu haben. Und da waren eben viele Musiker dabei. Und dadurch kam die Musik zu uns ins Haus und das hat mir unglaublich gut gefallen. Aber Sie haben gar nicht als Tenor begonnen. Sie haben eine ganz andere Stimmfach zunächst. Naja, ich habe ja kein Stimmfach in dem Sinne gesungen. Ich habe Bariton gesungen. Das war viel bequemer. Da muss man nicht so tief und nicht so hoch. Und das ist eigentlich viel leichter. Als Tenor muss man hoch, ne? Und ist halt ein bisschen anstrengender. Ich war ein fauler Tenor, wenn man so sagen kann. Aber durch meine Lehrerin Hertha Kalcher, die ich hier in Stuttgart gefunden habe, habe ich es dann eben geschafft, dass meine natürliche Stimmlage, glaube ich, die Tenor ist, zu finden. Und so kam er eines Tages bescheiden und freundlich, sehr nett und sagte zu mir, ach, ich will ja nur so nebenbei singen, ich möchte so gerne die Winterreise lernen. Auf einem toten Acker hat mich mein Weg gebracht. All hier will ich einkehren, hab ich bei mir gedacht. Er sagte, wissen Sie, Frau Kalcher, ich habe das Gefühl, die Stimme geht doch nach oben und ich könnte Tenor werden. Da sage ich, ja, das könnten Sie schon, aber dann müssten Sie noch ganz anders trainieren. In ragender Verzweiflung gehst du der Rache nach, gehst du der Rache nach, und keiner Zeit erwacht. Der Regisseur Ernst Böttgen zeigte ihm, wie man sich auf der Bühne bewegt. Die Möglichkeit, Bühnenerfahrung zu sammeln, gab der Stuttgarter Operndirektor Wolfram Schwinger. Wir waren also überrascht von der Qualität und dem herrlichen Organ diese Stimme. Und wir haben sofort gesagt, er soll nicht mehr im Sonderchor singen, sondern wir werden ihm, wenn er Zeit hat, neben dem Fagottspielen kleine Aufgaben geben. Und so hat er den Geharnischten in der Zauberflöte oder einen Gefangenen im Fidelio gesungen und dann auch in der Neuinszenierung von Götz Friedrich im Parsifal einen Ritter. Und jetzt kam plötzlich der große Moment, wo ihm die Chance geboten wurde, als Lohengrin einzuspringen. Und er hat jetzt eine Serie von 5 Lohengrin-Vorstellungen hier gesungen. Und man kann danach nur sagen, das ist ein Tenor mit einer riesigen Zukunft. Kehr wieder nur zu unserem Glück, drum sei getreu dein Dienst getan. Lieb wohl, lieb wohl. Da kam eine Anfrage in Darmstadt, die hatten gehört, dass ich da Lohengrin singe, eine Woche später in Aachen, ob ich nicht morgen einspringen wollte und Lohengrin singen wollte. Da sage ich, ja, das geht ganz gut, aber ich habe von 9 bis 2 habe ich im Südfunk Dienst und dann könnte ich nach Darmstadt kommen und abends den Lohengrin singen. Na ja, machen wir das doch. Und dann habe ich das gemacht, habe bis 2 Uhr meinen Dienst gemacht, habe mich in den Zug gesetzt, bin nach Darmstadt gefahren und abends Lohengrin gesungen. Dein Gatte heißen, soll Land und Leut ich schirmen dir, soll nicht mich wieder von dir reißen, muss keines du geloben mir. Ich bin dann nach München, nach Hamburg zum Vorsingen. Hamburg habe ich dann, bin ich für René Kolo eingesprungen und habe da Lohengrin dann eine Vorstellung gesungen, habe die ganzen Proben gemacht. Dann bin ich in Stuttgart eben eingesprungen, auch als Lohengrin. Eigentlich habe ich da in der Zeit dann auf einmal nur noch Lohengrin gesungen und habe dann eben
Verträge gehabt mit der Deutschen Oper Berlin, dann eben mit der Wiener Staatsoper, mit der Münchner Staatsoper und mit der Met. Und da dachte ich, dann kannst du ja aufhören, dann kann ich beim Orchester aufhören. Dann haben Sie sich also wirklich entschlossen, das war Gott, zur Seite zu stellen. Aber Sie haben zunächst mal mit Herrn Schillebidake noch ein Gespräch gehabt. Ja, sicher. Das war so, ich sollte in Hamburg Lohengrin probieren und die Hamburger haben gesagt, sie würden mir eine Aushilfe bezahlen fürs Orchester und kleine Gage, das war nicht viel, denn wenn man weiß, dass ein Sänger heiß drauf ist, auf die Bühne zu gehen, dann lockt man auch mit wenig Geld. Das kommt erst später. Und da bin ich zum Vorstand gegangen und habe gesagt, ich brauchte da frei. Das sind halt 5 Wochen, die ich frei haben müsste. Und die Hamburger würden eine Aushilfe zahlen. Und da sagten die, also das geht auf keinen Fall. Da haben wir eine Tournee mit Herrn Schillebidake und der möchte sie haben. Und das kann man nicht machen. Und so weiter. Da dachte ich, Mensch, irgendwie muss doch ein Weg kommen. Und 2 Wochen später war Schillebidake da und hat dirigiert. Und dann bin ich zu ihm, Meister, ich möchte ihn mal, habe ich ihm das erzählt, dass ich das Angebot hatte. Aber ich sage, das sollen Sie entscheiden und Sie wissen, wie gerne ich im Orchester sitze, wenn Sie dirigieren. Und da habe ich ihm vorgesungen. Und da hat er gesagt, nach dem Vorsingen hat er gesagt, Junge, du singst. Immer nur lächelt, immer vergnügt, immer zufrieden, bis immer sie fühlt. Lächelt trotz Weh und tausend Schmerzen. Doch wie's da drin aussieht, geht niemand was an. Doch wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Diesen Grundsatz mag auch Siegfried Jerusalem beherzigt wissen. Bei aller Freundlichkeit bleibt seine Person doch verschlossen. Das macht den Sänger glaubwürdig in der Rolle des Prinzen im Land des Lächelns. Als er zum ersten Mal diese Partie sang, sprang er für René Kollo ein. Wie Haschisch, wie purpurner Wein. Es kann ja nicht sein, dass sie mich erhört. Nur den Traum darf ich selig sein. Es ist doch sicher auch schwer, sich in den Kreis der Kollegen einzufügen, der großen Sängerkollegen. Nehmen die einen so leicht an? Nein, natürlich nicht. Jeder wird erstmal argwöhnisch beäugt und was ist denn das für eine Stimme? Na ja, das wird schon nichts Besonderes sein, aber man muss ja sagen, dass es allen eigentlich so geht. Jeder, der sehr gut ist oder gut ist, der hat eigentlich keine Angst vor der Konkurrenz. Nur die etwas minder Bemittelten, die haben Angst vor der Konkurrenz. Wenn ich gut genug bin, dann ruhe ich da in mir und ich weiß, es gibt so viele Opernhäuser und Konzerthäuser auf der Welt. Es ist Platz für alle da. Mit Siegfried Jerusalem erscheint in den 70er Jahren ein bisher selten erlebter Typ von Tenor auf der Bühne. Ein Sänger der sparsamen Gesten. Ein Tamino von sportlich-athletischem Aussehen. Ein Idomeneo von glaubwürdigem Heroismus. Ein Siegfried, der jungenhaft wirkt. Der jedoch auch die Pose einnehmen kann, die Regisseure an der Met von ihm fordern. Für Siegfried Jerusalem öffnete Herbert von Karajan weit die Türen der Wiener Staatsoper. Dort wurde der Sänger zum Publikumsliebling. Das Publikum ist schon sehr wichtig und das mag natürlich auch neue Stimmen. Wenn jemand Neues kommt und wenn er sympathisch auf der Bühne ist, dann mögen die einen. Und das ist natürlich auch von Stadt zu Stadt verschieden. Das Schwerste ist sicherlich in Wien da anzukommen und auch dann über Jahre hinaus das dann zu sein. Und in Berlin sicherlich auch. Aber sonst in Bayreuth ist es, finde ich, relativ leicht, weil die Leute eigentlich weniger wegen den Stars kommen, sondern wegen der Musik, was eigentlich auch richtig ist. Natürlich soll es auch richtig gemacht werden und sicherlich singen die besten Sänger da. Aber zum Beispiel in der Wiener Staatsoper ist es doch oft so, dass es einfach der große Weltstar sein muss, der da singt. Und deshalb gehen viele Leute rein. Winterstürme wichen dem Wonnemond, in mildem Lichte leuchtete Lenz. Auf Linnen lüften leicht und lieblich, wunderwebend er sich wiegt. Durch Wald und Auen weht sein Arm.
blühen wonnige Blumen, Keim und Sprosse springt einer Kraft. Mit zarter Waffenziehe zwingt die Welt, Winter und Sturm wichel der starken Bier. Wohl musste den Tag verstreichen, die Strenge dir auch weichen, die trotzig und starr uns trennte von ihm. Man ist ja nicht immer in Topform. Was ist zu tun, wenn die Stimme einmal verlässt und man hat eigentlich die Verpflichtung zu singen? Ich meine, das muss man sagen, die Verpflichtung zum Singen hat man eigentlich nie. Wenn ich heiser bin oder nicht singen kann, dann muss ich nicht singen und ich brauche nicht zu singen. Oft meint man, man muss das unbedingt machen. Ich habe das zum Beispiel in Wien auch einmal erlebt. Da hatten wir Verkaufte Braut und die Übersetzung, die wir gemacht haben, hat keiner drauf gehabt. Und ich war krank. Und ich kam am Abend vorher an in Wien, da hatte die Inszenierung sowieso gemacht. Und ich bin mit dem Zug gefahren und durch die Air Condition hatte ich mich erkältet. Am nächsten Morgen war ich stockheiser, es war also keine Stimme da. Habe ich angerufen in der Oper, ich sage, ich kann nicht singen, es geht nicht. Ne? Um Gottes Willen, das geht doch nicht, also zum Arzt. Ne? Dann der Arzt hat gesagt, die Stimmbänder sind in Ordnung. Also gut, ich pinsel Ihnen jetzt ein und dann gebe ich Ihnen das und das noch. Und heute Abend singen Sie, das ist gar kein Problem, aber sprechen Sie kein Wort bis abends um 7 Uhr. 7:30 ging die Vorstellung los. Ich ging also in die Oper, habe kein Wort gesprochen und habe um 7 Uhr versucht zu singen. Es kam kein Ton raus. Und dann war der Arzt noch mal da, hat noch ein bisschen was reingespritzt. Und dann habe ich die Vorstellung dann gesungen, habe die Arie weggelassen. Aber es ging eigentlich gar nicht. Also es war eigentlich eine Katastrophe. Es ging so einigermaßen, man strengt sich dann ja furchtbar an. Aber danach habe ich 6 Wochen nicht mehr singen können. Da war ich so kaputt. Und da habe ich Monate später den Intendanten getroffen. Das war nicht der jetzige Intendant. Und habe ihm das gesagt. So kommt es dann, weil ja die Intendanten dann vor einem niederknien und sagen, retten Sie die Vorstellung und so weiter. Und da sagte er mir, sowas macht man ja auch nicht. Bayreuth. Hier zu singen ist der Traum aller Tenöre von Format. Wer hier besteht, der gehört zu den ganz Großen. Hier wurde Siegfried Jerusalem 1988 von der Kritik zum Jahrhundert-Siegfried aufs Podest gehoben. Ganz oben zu bleiben, darum bemüht sich der Sänger. Seine Sonderstellung in Bayreuth ist schon daran zu erkennen, dass er seinen Wagen vor der Bühnentüre parken darf. Wir beobachten ihn bei Proben zu Alfred Kirchners Ring. Siegfried Jerusalem singt den Loge aus Rheingold. Oh!